Hi zusammen, Marco von Huawei Blog hier und heute mit einem weiteren Anleitungsvideo zum Huawei Mate 30 Pro. Ich habe euch bereits gezeigt, wie ihr die Google-Dienste auf das Mate 30 Pro bekommt. Aber es gibt auch viele, die sagen, ich will gar keine Google-Dienste auf meinem Gerät. Ich möchte auch mal ohne Dienste von Google und ohne Apps von Google auskommen. Für die ist die heutige Anleitung. Ich zeige euch nämlich, wie ihr von eurem alten Gerät, hier am Beispiel vom Mate 10 Pro, auf das Mate 30 Pro eure Daten von WhatsApp ganz ohne den Weg über Google Drive wiederherstellen könnt. Chat, Backup und Wiederherstellung auf dem Mate 30 Pro ohne Google-Dienste. Gleich nach dem Intro geht's los. Wir ziehen jetzt also den Account von einem Huawei Mate 10 Pro um auf ein Huawei Mate 30 Pro, welches komplett ohne Google-Dienste ist. Zunächst einmal benötigen wir das Huawei Mate 10 Pro. Auf dem Mate 10 Pro laufen natürlich die Google-Dienste und ich habe auch eingestellt, dass ein entsprechendes Backup erfolgt. Dieses Backup auf Google Drive, das werden wir jetzt erst einmal in einem ersten Schritt deaktivieren. Ihr seht, ich habe hier eine regelmäßige Sicherung gemacht, täglich, und die nehmen wir jetzt raus, indem wir hier auf Niemals gehen. Als nächstes gehen wir in die Dateien und schauen uns dort an. Unter Kategorien, interner Speicher, dann runter, bis wir bei WhatsApp sind. Dort finden wir die beiden Ordner Databases und Media. Diese beiden Ordner markieren wir durch langen Druck, denn diese brauchen wir, diese beiden Ordner müssen wir umziehen vom Mate 10 Pro auf das Mate 30 Pro. Dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ihr könnt diese beiden Ordner jetzt einfach kopieren, zum Beispiel auf so einen kleinen USB-Stick und die auf das Mate 30 kopieren. Aber ihr könnt es auch komplett ohne weiteres Zubehör machen, indem ihr einfach diese beiden Ordner komprimiert zu einem ZIP. Das geht ganz einfach, das geht ganz schnell. Und dieses ZIP dann via Huawei Share auf das Mate 30 Pro überspielt. Das müssen wir einmal anmachen. Wir überprüfen hier, dass wir Huawei Share aktiviert haben. Hier aktiviere ich auch mal den Bildschirmrekorder, dass man das Ganze nachher in großer Sicht noch hat. Ihr seht, ein frisch eingerichtetes Gerät. Und hier haben wir jetzt schon das Huawei Mate 30 Pro, auf das wir das gezippte File jetzt übertragen. Da kommt das File dann entsprechend an und ihr seht, die Übertragung mit Huawei Share geht sehr zügig, sodass wir dann die benötigten Daten auch auf dem Huawei Mate 30 Pro zur Verfügung haben. So, wir warten den Transfer ab und so, der Transfer ist abgeschlossen. Ihr könnt jetzt hier euch das File anzeigen lassen. Die Übertragung hat also funktioniert. Das war's. Das alte Gerät brauchen wir jetzt nicht mehr. Was wir brauchen, ist das neue Gerät. Und ihr seht auf dem neuen Gerät, es sind wirklich keine Google-Dienste installiert. Ich kann euch das einmal hier in den Einstellungen zeigen. Ihr seht hier unten bei Nutzer und Konten, ich kann kein Google-Konto hinzufügen. Das Gerät ist frisch resettet, komplett ohne Google-Dienste. Zu Recht werden jetzt einige fragen, wie kriege ich denn dann ohne Google-Dienste, ohne Play Store, WhatsApp auf mein Gerät? Das ist auch ganz einfach. Ihr öffnet den,
Ihr öffnet den Browser und hier oben seht ihr schon www.whatsapp.com Android. Wenn ihr auf diese Seite wechselt, dann könnt ihr hier WhatsApp direkt, wie übrigens auch viele andere Apps, herunterladen und auf eurem Gerät installieren. Der Download läuft entsprechend und hier ist auch noch ganz nett. Zulassen, dass der Browser installiert. Ja, das wollen wir. Er hat keine Risiken erkannt, ist eine Originalquelle. Und wir installieren einmal WhatsApp. So, gehen auf Fertig, suchen uns WhatsApp und wechseln jetzt in den Ordner Dateien. Da haben wir genau in dem Ordner Huawei Share unser übertragenes ZIP. Das wollen wir einmal verschieben und zwar ins oberste Verzeichnis des internen Speichers. Den wählen wir entsprechend aus und verschieben das Ganze dahin und schon haben wir WhatsApp ZIP hier. Das müssen wir jetzt als nächstes einmal markieren und dann entpacken ins aktuelle Verzeichnis. Das war's dann auch schon. Jetzt müssen wir einmal in Database. Dort finden wir ganz viele Dateien. Diese markieren wir. Wir markieren alle, bis auf, und das ist ganz wichtig, hier unten die letzte Datei, die markieren wir nicht. Alle anderen löschen wir, sodass wirklich nur noch die eine Datei MSG für Message Store Database Crypt 12 übrig bleibt. So, als nächstes müssen wir uns einmal um WhatsApp kümmern. Und zwar müssen wir der App bestimmte Rechte geben, damit sie das Backup direkt findet. Wir gehen dazu auf Apps, ganz nach unten auf WhatsApp und erteilen WhatsApp vorab die Berechtigung für den Speicherzugriff. Und jetzt als nächstes können wir dann WhatsApp auch starten. Gehen hier einmal auf Zustimmen. Können jetzt hier unsere Telefonnummer eingeben. Diese Telefonnummer muss natürlich einmal verifiziert werden. Und da ist auch schon der Code. Und jetzt seht ihr direkt Backup gefunden. Also das lokale Backup, ihr seht auch vor einer Minute, 51 MB, wurde gefunden. Und kann einfach mit Druck auf Wiederherstellen entsprechend importiert werden. Ihr geht auf Weiter, ihr gebt noch einen Namen ein und habt anschließend, ihr habt es gesehen, das Backup von dem Mate 10 Pro. Ihr seht, in wenigen Minuten könnt ihr auch komplett ohne Google-Dienste das Backup vom alten Gerät auf euer Mate 30 Pro übertragen, ohne Hexerei, ohne Schwierigkeiten und WhatsApp in gewohntem Maße nutzen. Wenn ihr Fragen habt, dann wie gehabt, schreibt die unten in die Kommentare und wir gehen darauf ein. Wir helfen euch rund um das Mate 30 Pro, egal ob mit Google-Diensten oder ohne. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Marco.